Ja, guten Morgen. Heute ist der zweite Fastentag. Nachdem ich jetzt den anderthalb Tage Kopfschmerzen hatte, ist das jetzt vorbei. Ich fühle mich gut. Ich habe auch keinen Hunger. Allerdings, nachdem mein Mann gestern Abend einen ziemlichen Kreislaufzusammenbruch hatte, weiß ich nicht, ob er jetzt weitermacht. Also es gab ein Opfer. 50% der Teilnehmer sind erstmal raus. Ich mache weiter und ja, ich freue mich eigentlich schon auf das Essen. Und wie gesagt, ich habe keinen Hunger. Was ein bisschen blöd ist, sie haben ja begleitend eine App, finde ich auch ganz toll. Ich habe gestern auch ein paar Berichte, die es denn jeden Tag gibt, über das Fasten gelesen. Das Problem ist, die App ist abgestürzt. Was auch immer passiert ist, ich komme nicht mehr rein. Das heißt, mein Freischaltcode, der funktioniert auch nicht mehr. Ich werde dir nachher mal eine Mail schreiben. Es ist natürlich Wochenende, heute ist Samstag. Ja, müssen wir dann mal gucken, wie das funktioniert. Ja, also heute Morgen gibt es... Was hatte ich jetzt? Oh, jetzt habe ich es wieder weggelegt. Himbeer-Dinkel. Also es sieht ziemlich gut aus. Da kommen 70 Milliliter heißes Wasser ran. Bisschen umrühren und jetzt lässt man das 5 Minuten ziehen. Ich werde die Zeit nutzen und gucken, wie es dem Opfer geht. Ja, Fasten fordert Opfer, aber das ist einfach menschlich. Schauen wir mal. So, die 5 Minuten sind um. Jetzt geht es ans Eingemachte. So, wollen wir mal probieren das Ganze? Also bis jetzt kann ich mich wirklich nicht beschweren. Himbeerdinkel, Dinkelflocken, Haferflocken, Apfelstücke, Kokosnussmilchpulver, Erdbeeren, Himbeeren, Mandeln, Erdmandeln und verschiedene so Leinsaat und Quinoa, also und vieles mehr, muss ich sagen. Schmeckt. Doch. Wie gesagt, ist jetzt auch richtig dickflüssig. Der Tag fängt gut an. Super. Auch wieder einen Daumen hoch. Bis auf die App. Aber das ist natürlich, ja, dumm gelaufen. So, freuen wir uns aufs Mittag. So, es gibt Süßkartoffel mit Mandeln. Bin ich ja mal gespannt. Diesmal kommen auch nur 200 Milliliter rein. Schon fast traurig. So. Ordentlich umrühren. Da bin ich mal gespannt. Autsch. Also mal die Zeit einstellen. 5-Minuten-Timer. Der läuft jetzt. Riecht aber schon mal gut. Also wenn das so weitergeht, bin ich ja ganz froh, dass bis jetzt nichts dabei war, wo ich sagte, oh Gott, nee, muss nicht sein. Wie gesagt, das ist es. Dann werde ich mal abwarten. So, auf geht's. 5 Minuten sind um. Na? Da. Dann wollen wir mal mein Gesicht aufnehmen. Wie gesagt, das sieht recht lecker aus. Ja, diesmal muss auch kein Salz ran. Doch, ist, ja, kann man gut essen, schön gewürzt. Schmeckt. Daumen hoch.
So, zweiter Fastentag, Abendbrot. Da gibt es Tomatensuppe, die nicht aus der Tüte will. Verdammt. Also die anderen. Alter. Moment. Okay. So geht das nicht. Also hier kommt alles raus. So. Okay. Ein Block Tomatensuppe. 240 Milliliter. Jetzt mal ein bisschen weniger reinkippen. Wobei es steht ja auch Tomatensuppe. Also, nee, kann alles rein. Die dickt sehr schnell ein. Geruchstest wieder bestanden. Und 5 Minuten warten. Dann bis in 5 Minuten. Jo, die Suppe ist jetzt fertig. 5 Minuten sind um. Und ich werde mal probieren. Da bin ich. So. Ja. Ist okay. Also ist jetzt nicht so das Highlight. Oh, im Nachgeschmack kommt doch sehr stark Tomate durch. Doch. Auch gut zu essen. Ja, ich hatte nach dem Mittagessen doch Probleme mit dem Magen, also richtig Magenschmerzen. Ich hatte draußen noch ein bisschen gearbeitet und das musste ich dann abbrechen. Ja, bin zur Apotheke, habe mir was gegen Magenschmerzen geholt und zack, waren sie weg, ohne dass ich es genommen habe. Also ich weiß nicht, ob das an den Kräutern und Gewürzmischungen, das werde ich sehen, weil die sind jetzt hier in der Tomatensuppe auch dran. Ob ich da irgendwas nicht vertrage, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin heute auch spazieren gegangen. Mein Blutdruck ist auch wieder ein Stück runtergegangen. Von 135 auf 130 zu 77, 78. Also echt cool. Gefällt mir. Ja, es ist jetzt leider ein bisschen einsam hier alleine zu sitzen. Ja, mein Mann hat sich verabschiedet aus dem Ganzen. Ist ja auch okay. Muss ich da alleine durch? Gut, der zweite Fastentag ist rum gleich, wenn ich das aufhabe. Und morgen ist Bergfest. Bis dann, tschüss.